So, und diesmal gehe ich nicht zur Lava, weil es ärgert mich dann immer, wenn so viel Holz verloren geht. Da liegen sowieso schon ein paar fertige Baumstämme. Komm, die nehmen wir uns. Ah, da ist auch ein Ding. Den können wir zum Explodieren bringen. Dann mache ich das mal. Die brennen aber nicht, oder? Also diese Feuer da, die ich erschaffe, machen die Schaden? Die machen Schaden! Oh! Zählt das jetzt für alle Bäume oder? Das ist ja geil! Stimmt, ich erinnere mich auch, dass Maria sowas geschrieben hatte, dass ich das mal ausprobieren soll. Ja, erfreulich. So, einmal Karamell und nochmal Karamell. Komm her. Ja, da ist wieder ein Lavafleck, ne? Ich probiere mal den so zu retten. So, sehr gut. So geht's natürlich auch. Und da war ein Vieh, ne? Da. Ah, da ist ein Spawner. Ich sehe es. Ja, ist aber eigentlich noch okay. Ich beeil mich einfach. So. Also ich verstehe schon, wir können jetzt hier auch mit Feuerball angreifen, weil hier aber so viele Feinde sind. Würde ich das erstmal sein lassen. Oha, da kommen drei Krieger auf mich zu. Wobei, da kann ich dann gleich den Feuerball nehmen, ne? Ah ja, hier ist doch dieses Prustitpulver. Was es wohl auch wirklich gibt, habe ich immer Wikipedia gesucht. Ist wohl tatsächlich irgendwie so ein Vulkanzeugs. Keine Ahnung, so ein Vulkangestein. Sehr interessant. So, Buddies. Ihr wollt's wissen, ja? Dann friere ich dich erstmal ein. Hä, warum ist der jetzt abgehauen? Das verstehe ich nicht so ganz. Verdammt. Warum haut der ab, wenn ich Frost benutze, aber nicht, wenn er brennt? Daneben? Na komm her. So. Ah ja, der hätte mich wieder treffen können. Der hat mich getroffen, dreist. Und tschüss. So. Der andere Krieger kommt bestimmt gleich wieder, ne? Der geht jetzt zu seiner Base zurück. Wird feststellen, oh, da ist ja immer noch der Feind. Oder kommt er wieder, glaube ich. Gut. So sei es. Wir fackeln gar nicht lang. Wir sind wegen Holz hier. Und das hole ich jetzt auch. Bitte nicht in die Lava rollen. Sehr gut. Und da kann ich hier schön so machen. Immer das Beste, wenn man zwei auf einmal trifft. Oh, jetzt habe ich den Baumstumpf getroffen. So viel zu dem Thema. Gut. So geht's. Immer mal umgucken, alles gut. So. Hä? Was habe ich denn da zweimal geskillt? Da ist er wieder. Mein Energieschild ist down. So, Axt und weiter geht's. Wie sieht's mit dem Gewicht aus? Ja, ist noch ein bisschen, aber gut möglich, dass wir hier nach gleich überfüllt sind. Ich habe aber auch das Holz noch nicht aussortiert, das normale. Ja, dass man das mit Feuer arbeiten kann, ist natürlich irgendwie geil, ne? Aber ich finde es auch gut, dass man da jetzt nicht einfach mit dem Feuerball drauf ballert und dann fallen die Bäume. Weil das wäre ja übel OP dann, Magier zu sein. Also, da wäre der Feuerball viel zu stark, ne? Deswegen verstehe ich schon, dass sie, wenn ich einen Feuerball hier gegenwerfe, es null Schaden macht. Weil, warum sollte man dann noch Holz hacken, ne? Sind wir mal ehrlich. Wozu denn? Also, ist schon irgendwie gut gelöst, dass sie halt Feuer fangen können. Also, unser Feuerball diese Flämmchen macht, per Zufall. Und wenn der Baum dann da drin steht, dass er dann Damage kriegt. Cool gelöst. Also tatsächlich.
Wie sieht's mit Gewicht aus? Oh, wir sind gleich überladen, aber wir haben auch noch einen ganzen Holzstack dabei. Und Stein schmeiße ich auch weg. Davon haben wir weiß Gott genug. Also ich weiß nicht, ob Gott das weiß, aber wenn es ihn gibt, dann definitiv. Weil er weiß dann ja alles, oder? Oh Mann. Fangen wir gar nicht erst mit dem Thema an. So, hör damit. Holz weg. Ja, ich könnte theoretisch auch Grausten erstmal wegpacken. Ja, mache ich auch. Weil das, wir hier jetzt gerade ein bisschen Holz sammeln, ist mir doch gerade wichtiger. Also tun wir das auch. Und hier muss ich aufpassen, dass es nicht wieder in die Lava rollt. Bitte nicht. So, ich stelle mich mal davor. Sehr gut. Und der ist nach da gerollt. Das ist auch sehr gut. Dann gehe ich mal hier so. Keine Ahnung. So, dann nehme ich mal den da, der gerade wegrollt. Halt, bleib hier. So. Sehr gut. Dann dieses Ashwood. Dann den Baumstamm hier nochmal. Es wird gleich dunkel, wa? Ich sollte ein wenig zurückgehen. Und ich habe auch überlegt, wir sind hier ja eigentlich im Asquin-Jagdgebiet. Könnten eigentlich auch eine kurze Runde drehen und nach einem Asquin suchen. Also zwei Sterne Asquin. Da weiß ich übrigens immer noch nicht. Irgendjemand hat mal reingeschrieben, man braucht dafür Nacht. Für Sterne Asquins. Aber wir hatten Sterne Asquin gefunden am Tag. Beziehungsweise, er ist zwar in der Nacht gespawnt, aber am Tag nicht despawned. Ja. Also was denn jetzt? Oh, Alter, jetzt fängt es schon wieder an, dass man gar nichts sieht, ne? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wie Asquin spawnen, oder weiß das bisher einfach niemand so genau? Weil es steht auch nicht im Wiki. Keine Ahnung. Achso, das ist ein Stumpf. Nö. Aber war hier nicht noch einer da? Hier haben wir noch ein bisschen Gewicht. Da kommen die Viechers. Ich glaube, die Nachtpatrouillen beginnen. Ich sollte abhauen. Ich sammle das hier noch auf. Den Baumstamm hier mache ich noch kaputt. Digga. Ah, da sind Zwergis. Sehr gut. So, das sammle ich auch noch auf. Den mache ich platt. Zack. Sehr gut. Und dann gehen wir schnell zurück. Bringen den Loot weg. Eventuell können wir sogar das hier noch aufsammeln. Jo. Dann nehme ich das auch noch mit. Komm. Warum auch nicht? Und hinauf, hinauf, hinauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann bringen wir das alles ins Lootloch. Halt. Wenn wir springen. Entschuldigung. Das wird jetzt der neue Running Gag. So, hindurch. So, perfekt. Dann laufen wir mal rüber und schmeißen alles runter. Zack, 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 zack. So. Sehr gut. Und dann gehen wir mal pennen. Ne? What I say? Nachtmusik, ne? Ja, hat gerade angefangen. Jetzt aber los. Jetzt aber ganz schnell. Und ich frage mich auch übrigens immer noch, wenn ihr eine Idee habt, wie wir diese Stange hier besser hinbekommen. Immer her damit. Und ich habe auch überlegt, ob wir da Aegis unterpacken oder nicht. Aber nein. Ne? Populationskontrolle und so, habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Gut, wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen sofort wieder los. Bin ich ehrlich. Und holen nochmal eine Fuhre. Ich weiß nicht, ob drei Fuhren reichen oder wir sogar noch eine vierte holen. Ach ja, genau, es war ja... Oh, Alter. Mann. So, here we are. Und dann... da haben wir alles abgeholzt. Da ist Lava in der Nähe. Da sind aber noch Baumstämme. Komm, wir machen hier mal weiter. Und dann versuchen wir... Ja, das Problem ist, ich kann nicht kontrollieren, wie die fliegen, ne? Also, das ist irgendwie das Doofe daran. Also, wie die fallen, meine ich. Ich kann leider nicht kontrollieren, dass sie in eine Richtung fallen sollen. Das
wäre wünschenswert, aber gut. Was soll's? So, Asquin. Dich mache ich platt. Und tschüss. Dein Loot hätte ich trotzdem gern. Bird a bit. Und da gehe ich mal ein bisschen außer Reichweite. Und hier mache ich mal den Baum down. Oh, Drax ist auch bald down. Wo wir gerade davon sprechen. Und ich sollte mal das hier essen. Sehr gut. Und kann es sein, dass jetzt in diesem Augenblick zwei Musikspuren übereinander sind? Das ist mir auch aufgefallen, als wir den Asquin gezähmt haben und ich da oben stand und die ganze Zeit gewartet habe, eine halbe Stunde lang. Und die ganze Zeit hier die doppelte Musik lief. Das war irgendwie... Nein, 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 nein! Der darf bloß nicht explodieren. Da. Sondern wenn dann irgendwo hier. Jetzt darf er explodieren. Tschüss. Und das Karamell da hinten bringen wir ebenfalls um. Auf Wiedersehen. Gut. Daneben. Ansonsten ist hier ruhig. Sehr gut. So. Axt und weitergemacht. Ja, ich mach mal erstmal den hier weg. So. Ach stimmt. Ich kann auch den machen. Und der kracht runter und macht den anderen Schaden, ne? Na gut, das hat ja nicht so gut geklappt. Da ist ein Asquin. Ich hab dich schon gesehen. Na komm. Hierher. Ich bin überfordert. Ach, der will mir beim Bäumefällen helfen. Das ist aber nett. Hier nochmal gegen. Ah ne, lieber nicht beim Lava-Dingens. Da habe ich Angst. Und tschüss. So. Gut. Dann halt nicht. Den hole ich mal aus der Asche raus, ne? Aus der Lava raus, meine ich. So, in etwa. Sollten wir an seinen kompletten Loot kommen. Und den, kriege ich den aus der Lava raus? Ich glaube ja, wenn ich zum Beispiel so mache. Nee, ne? Der ist verloren. Die Hälfte da ist, glaube ich, verloren. Ich könnte versuchen, den Stumpf zu entfernen. Und von der Seite den so anzuschieben. Das geht. Sehr gut. So, und das Ascheholz kriegen wir auch noch. Das da ist mir zu heikel, das lasse ich da schön liegen. Aber ansonsten hier, ne, die sind schön weit entfernt von der Lava und da habe ich schon wieder einen Feind gesehen. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Und ansonsten schön umgucken. Gewichtmäßig haben wir noch ordentlich Platz, sehr gut. Und dann kannst du mal hier rüber jumpen und ich mach dich platt. Bam! Bitte fliegt in meine Richtung. Schade. Ah, den kann ich saven. Hierher bitte. Und der könnte dahin rollen, deswegen stelle ich mich hier hin. So. Sehr gut. Und zack. Dann hier dieses Pulver und seinen Schwefel nehmen wir natürlich auch mit. Hier ist ein bisschen Grausten. Könnten wir theoretisch aussortieren. Ja, der ist komplett in der Lava. Da könnte ich nur mit dem Asquin hinreiten, um das rauszuholen. Und das lassen wir aber schön bleiben. Wenn wir hier einen Asquin reiten, dann einen mit zwei Sternen. Ein Stern, ich bitte euch. Ist doch lächerlich. Ist doch mindere Ware, ist das doch. Oh Mann, vor allem über so ein Tier in der Ware zu sprechen. Naja, ist ja nur virtuell.
Dann ist es ja theoretisch wirklich wie eine Ware, bin ich ehrlich. Wäre es ein echtes Tier? Ja, natürlich nicht, aber so. Nein, ich meine natürlich, wir sind hier ja total immersiv und ne, das ist ja alles hier die Realität. Ne? Lasst euch nicht täuschen. Also, ich weiß ja nicht, was für eine Welt ihr lebt. Meine Welt ist diese hier. Wie nennt man das? Eskapismus, ne? So, wenn man so durch Spielewelten versucht, aus der Realität zu fliehen oder so. Oh Mann. So, hör damit. Hör damit. Und hier liegt noch was. Wie sieht's aus mit Gewicht? Ich schmeiß mal Holz weg, Stein weg, Grausten weg. Mach das nach hier unten und das nach hier oben. Ich mach sogar mal so, damit wir eine Übersicht haben. Ne, damit sich das immer schön einsortiert. Weil ich will schon ganz gerne noch ordentlich was mitnehmen. Denn ich habe Großes vor mit diesem ganzen Zeug. Ne? Also nicht nur die Stockwerke, sondern ich will auch gerne die Aussichtsplattform. Und die, unser Balkon. Ne? Alles, was jetzt Gitter ist, möchte ich ganz gerne durch dieses Holz ersetzen. Erstens sieht's geil aus. Und zweitens bekommen wir dadurch eine ganze... Oh, Pilz. Eine ganze Menge Eisen zurück. Was wir gut gebrauchen können. Da wir ja jetzt eine neue Schmiede haben. Oh Mann. So. Dich habe ich schon gesehen. Wow! Alter, ich nah. Der war einfach direkt neben mir und hat mich mit einem Hit gekillt. Dreist! Okay, das war wieder ziemlich fies, aber ich war auch schon wieder Brain AFK, ne? Wieder viel zu sehr konzentriert auf meine Arbeit. Hab die ganze Zeit gesagt, wir müssen wachsam sein und das war ich auch. Und da war ich es kurz nicht und dann haben wir den Salat. Naja, gut. Sind ja nur ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh Mann, ey. Flauschi, na? Lässt dich auch mal wieder blicken? Bist mit Zapfi wieder unterwegs? Oh, sie ist die Beste. Freunde. Na. No. So, okay, dann gehen wir mal nach unten und hauen uns den Wanst voll. Oh, das ist schon echt geil. Also ich muss mich doch dran gewöhnen. Aber ich finde es echt geil. Nicht ehrlich. Und ich frage mich, wie das dann aussieht, wenn das überall ist. Ich baller mir mal das. Das. Und das. So. Halt. Und den hier auch und den hier auch. So. Ja, Süßis. Jetzt versperrt ihr euch gegenseitig den Weg. Und mir auch. Stuck. Ach, wie süß. So, hier war's, ne? So. Und da müssen wir leider die Treppe nehmen. So sei es. Bitte keine Askwins, die hier die Treppe kaputt machen. Das wäre sehr nett. Und wir müssen... Oh, ich lauf mal. Direkt nach da. Oh nein, die greifen unseren Askwin an. Das kann ich nicht mit ansehen. So, schnell, 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 schnell. Go, 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 beeil dich. Ach so, Gürtel. Ach, sie kommen gar nicht an ihn ran, weil er eingebuddelt ist. Gut, hier bin ich. Lass bloß meinen Askwin in Ruhe. Ja, der macht ihn jetzt platt. Los, töte ihn! Oh Mann, in die Askwin-Grube geworfen. So. Und wo ist der andere? Ist er jetzt abgehauen oder was? Ja, das steht dem natürlich. Schnell weg, wenn sein Kollege in Bedrulje ist. Dreist. Scheiße, die Axt, ne? Die fällt uns gleich auseinander. Hier hinten lag noch was. Kohle. Das ist schon wieder. Wo kommt die Kohle her? Kann mir das jemand erklären? Also, ich habe schon häufig solche Häufchen Kohle gesehen, aber wo spawnen die? Durch was? Wo kommt das her? Das würde mich brennend interessieren, weil das ist ja doch ordentlich was an Kohle, das wir gut gebrauchen könnten, ne? Da, eingekracht. Dann baue ich den auch ab. Oder warte, hier sind noch welche.
stimmt. Ich kann sie auch einfach in die Flammen drücken. Nee, kann ich nicht. Gut. Halt! Ich schlag mal so, möglichst die Schläge auskosten, die wir noch über haben. Halt! Wieder zurück. Es bleibt da, so. Na also, her damit. Und her hiermit. Ja, noch ein, zwei Hits, das war's. Ja, der Balken ist jetzt kurz vor down. Das war's. Gut. Wir haben, naja. Naja. Kann man nicht meckern. Hier liegt auch noch was. Da ist vielleicht noch Ascheholz bei. Nee, das ist das, was ich aussortiert hatte, ne? Dann kann ich es mitnehmen. Und was zu viel ist, schmeiße ich weg. Er schon wieder, ne? Er hat mich umgebracht letztes Mal. Not again. Der hat mich gerade schon wieder fast umgebracht. So. Buddy. Wohl, den könnten wir vielleicht auch mit in die Aspengrube werfen, ne? Dann kann er uns ein bisschen helfen. Rein mit dir! So. Na komm! Zack, damit er auch ein Schild hat. So, der hat sich um den gekümmert, ich kümmere mich um ihn. Rein mit dir! Und tschüss! So, Dankeschön, lieber Asquin. Das hast du sehr brav gemacht. Dafür streichle ich dich. Er liebt mich! Oh. So ein Feini. So, hier ist noch ein bisschen was. Hauptsache, wir gehen mit vollen Taschen hier weg. Sag mal, ist hier irgendwo ein Spawner? In der Nähe? Ich guck mal kurz. Hier irgendwo hinter. Da ist einer. Und das war's. Wo kommen die alle immer her? Das ist eine Höhle! Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Da gehe ich eben rein. Aua, Mann! Ich baller mir mal... Ach so. Ach shit, weil ich jetzt Lebensfood gegessen habe. Ich verstehe. Ja gut, was soll's. Wir können ja jederzeit immer easy going rausjumpen und wieder reinjumpen. Aber die Morgenhöhle hier müssen wir mitnehmen. Ja, erstmal kümmern wir uns um den, ne? Sonst kommen wir hier jedes Mal raus und müssen uns wieder mit dem anlegen. So. Nein. Bleib schön hier, mein Freund. Piu. Auf Wiedersehen. Und dann machen wir hier mal mit dem Feuerball. Obwohl, ja, ich wollte gerade sagen, dann lass es die Axt nehmen. Der war gut. So. Gibt es hier irgendwelche neuen Knochen? Was ist denn am wertlosesten von dem ganzen Stuff? Eigentlich gar nichts, ne? Grausten. Knochen. Da muss ich kurz husten. So. Aber sonst ist hier kein irgendwie Special-Knochen oder so, ne? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, den dann noch kurz. So. Deinen Knochen nehme ich noch und dann hinein. Und dann immer den ihm Feuerball an den Kopf schmeißen. Oh, hier ist aber hell. Feuerball an den Kopf schmeißen und dann wieder raus. Na, wo bist du? Komm her. Zeig dich. Ich gehe mal im Kreis. Ah, ein Runenstein! Deswegen bin ich hier. Hier ist kein Morgen? Ich dachte, es ist immer ein Morgen in diesen Höhlen. Ich rechne einfach damit, dass der gleich hier irgendwo hochjumpt. Also, keine Ahnung. Und dann gehen wir halt natürlich schnell wieder zum Eingang, ne? Weichgewebe. Oh. Knochen weg.
Eichgewebe, also. Das ist natürlich feiner, feiner Loot. Da beschwere ich mich nicht. Asquin Beckenknochen. Hier, Schwefel weg. Verfaultes Fleisch. Verdammt, das habe ich dich den geilen Loot erst wegbringen sollen. Hier die Knochen. Asquin Beckenknochen, sehr gut. Mhm. Was haben wir hier noch? Knochenfragmente. Aber wundert mich, dass hier kein... Das war einfach nur ein Ambient Sound, ne? Das war nicht... Ich glaube, ja. So, hier sind noch mehr Knochenfragmente. Ich mach mal kurz so und so. Hm. Uralter Topf. Da ist er doch. Wollte gerade sagen. Hab mich schon gewundert, wo er bleibt. Da ist er doch. Zack. Dann brenn mal schön. Und tschüss. So. Feuerball auf. Und wieder rein. So, Frostsalbe. Und tschüss. Sollte mein Energieschild... Ach, habe ich ja noch. Gut. Immer zuerst den Feuerball, damit er Feuerschaden kriegt. Und tschüss. Und wieder rein. Könnte ich den ganzen Tag machen. Tschüss. So, aber wir können nicht zufällig jetzt... Nee, ne? Hm. Ja, ich hätte faules Fleisch. Aber das ist irgendwie Waste, oder? Weil wir haben jetzt auch gerade hier das gegessen. Ja, komm, ist egal. Dann braucht das halt ein bisschen länger. Das dauert halt ein bisschen länger. So. Feuerball. Bam! Tschüss. Und wieder rein. Und Frost. Aua. Energieschild, ne? Hat er kaputt gemacht. Gut. So. Na komm her. Na wo bist du? Hm? Da ist er doch. Hab ich dich. Tschüss. Und Frostsalbe. Purzelbaum. Piu. Und piu. Und piu. Tschüss. Sehr gut. Ach ja, sein Loot. Hm. Weißt du was? Ich gehe mal kurz weg, schmeiß alles ins Lootloch und komm hier wieder her. Ich bin ganz ehrlich. Und ich speichere die auch mal ein. Hiermit. Fauliges Loch. FL. So. Und dann schnell auf den Berg. Oh, es wird auch Nacht. Da sollte ich mich beeilen, weil ich will nicht, dass die Sachen, die da drinnen in der Morgenhöhle jetzt sind, despawnen. Aber ich muss auf jeden Fall aus der Nacht raus. Das geht so nicht. Viel zu gefährlich. Also los, 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 los. So. Bitte nicht da unten. Ah, nein. Jetzt sind da unten Monster, die es kaputt machen. Bitte nicht. Bitte nicht angreifen da unten. Und nicht sie weg hier. Tschüss.